Hey YouTube, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Domo-Upload. Eventuell habe ich nur 5 Stunden geschlafen und wir sind immer noch am Livestream. Ja, Mann, smash jetzt den Like-Button, abonniert den Kanal und viel Spaß mit dem Video. Den Superreichen dieser Welt die Rede ist, fallen ihre Namen. Aber in diesem Video wollen wir euch mal fünf Menschen vorstellen, deren unvorstellbarer Reichtum der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist. Imagine, es kommt so Crackspy, 40 Billiarden. Dann bin ich raus, Alter. Es erwartet euch ein Mann, der ganze 100 Millionen Dollar für eine einzige Hochzeit ausgab, ein The fuck, Staatsoberhaupt, Alter. das mehr als 700 Autos besitzen soll, und ein Luxusunternehmer mit unglaublichen 17 Palästen. Deshalb legen wir direkt los, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, was ihr euch als erstes kaufen würdet, wenn Das würde die wahrscheinlich mega interessieren, oder? ihr Milliardär. Ich glaube, das Wissenswert dann auch immer dann so, wenn die in Videoland da sitzen und sich die Kommentare durchlesen. Und so schreiben, ey, mal gucken, was die Leute sich kaufen würden von Geld. Der Wert. Beginnen wir mit der Nummer 5 und einem Mann, den zwar jeder kennt, aber dessen Vermögen sehr geheim ist. Es geht nämlich um Wladimir Putin, dem Oha! Präsidenten von Russland. Offiziell bekommt er für seine Arbeit nur etwa 280.000 Euro im Jahr, was Wie soll man davon leben? What the fuck? im Vergleich zu beispielsweise Angela Merkel, die über 420.000 Euro im Jahr verdient, nicht gerade viel ist. Doch in Wahrheit ist dieses Einkommen nur ein kleines Taschengeld. Im True. Laufe der Jahre hat Putin nämlich hervorragende Beziehungen zu den mächtigsten und reichsten Unternehmern Russlands aufgebaut und soll an einer Vielzahl von erfolgreichen Firmen beteiligt sein. Er besitzt zum Beispiel Anteile von riesigen Ölkonzernen und Junge, ey, das sowas ist so skurril, Alter. Warum geht sowas überhaupt? Bro, ich finde es so weird, dass jemand so irgendwie in der Wirtschaft auch mitwirken kann, wenn er Präsident hat ist das oder Chili so. noch und soll angeblich auch in zahlreiche andere Geschäfte involviert sein. Alleine beim Energiekonzern Surgufnetgaz, der Junge, kyrillische Buchstaben sehen immer so skafft aus. 20 Milliarden Dollar wert ist, soll Putin 37% der Aktien besitzen. Holy shit. Das würde Putin zum Milliardär machen. Allerdings sagt der Machthaber Russlands selber, er lebe in einer 77 Quadratmeter großen Stadtwohnung Jo, wahrscheinlich. und besitzt lediglich einen älteren russischen Kleinwagen. Die Russland-Expertin Karin Davisha und viele andere Personen schätzen jedoch, dass Putins Aussage nicht nur gelogen ist, sondern er tatsächlich mindestens ein Vermögen von 40 Milliarden Dollar besitzen soll. Das saftig, knaftig, Alter. und auch dementsprechend lebt. Manche Hey, Insider. imagine, du hast einfach 1 Milliarde, das sind einfach 1.000 Millionen. WTF. Erklärten sogar, dass Putin etwa 200 Milliarden besitzen soll, was Yo. ihn zum reichsten Menschen der Welt machen würde. Tatsächlich soll The Wladimir fuck? Putin sein Geld nachweislich für eine Vielzahl von Luxusobjekten ausgegeben haben. So soll er beispielsweise eine Uhrensammlung im Wert von 700.000 Dollar, eine riesige Oh Kunstsammlung. mein Gott, nicht mal 1 Million, WTF. 700.000. Nothing. und insgesamt etwa 20 Paläste und Immobilien besitzen. Holy Außerdem shit, soll er Alter. auch mehr als 700 Autos, 4 Yachten What und the über fuck? 40 Flugzeuge besitzen. Und dem Russland-Kenner Yo! Bill Browder Wahrscheinlich 40 Flugzeuge, oder? soll sich Putins Vermögen auch in Hedgefonds oder auf Schweizer Bankkonten befinden. Laut Browder und auch Wikipedia zufolge besitzt Putin ebenfalls. Stell dir vor, dein Job ist einfach Russenkenner. Der Typ wurde einfach als Russenkenner gerade announced. Laut dem Russland-Kenner Bill Der Russlandkenner, dicker Imagine, das ist dein Job. Browder soll sich Putins Vermögen auch in Hedgefonds oder auf Schweizer Bankkonten befinden. Ich weiß nicht, ob ich jemandem trauen würde, der so eine Eisbotsch da trägt. Na, Joke. Laut Browder und auch Wikipedia zufolge besitzt Putin ebenfalls diese exorbitante Sommerresidenz an der russisch-finnischen Grenze, deren Bau 1 Milliarde Dollar kostete. Das What the fuck, palastartige Alter? Gebäude ist streng von der Öffentlichkeit abgeschirmt und verfügt unter anderem über einen Holy Pool mit shit. vergoldeten Fliesen und ein Ich find's krass, dass das komplett abgeschirmt ist von der Öffentlichkeit, aber Wissenswert hat trotzdem Footage bekommen für uns. Hubschrauberlandeplatz. Da sieht man mal, was die machen für ihre Videos, Digga. Die gehen komplett an ihre Grenzen.
Das gesamte 48 Hektar große Gelände sorgt zudem noch für die nötige Privatsphäre. Auf der Nummer 4 kommen wir nun zu einem Menschen, den man nicht nur als reichsten Menschen der Welt, sondern direkt als reichste Person der Geschichte bezeichnen könnte. Und zwar geht es um Mohammed bin Salman, den Kronprinz von Saudi-Arabien. Obwohl viel über sein Oh ja, wegen Öl, oder? Wenn genaues Vermögen spekuliert wird, so ist eins sicher. Er besitzt zusammen mit seiner Familie die Firma Saudi Aramco. Das Ölunternehmen gilt als die wertvollste Firma der Welt mit einem Marktwert von 1,9 Billionen Euro. Wait, das sind dann 1900 Milliarden? Das sind einfach 1,9 Millionen Millionen? What the fuck, Alter? Da sein Vater, der König Salman, zu alt ist, um die Geschäfte weiterzuführen, hat bin Salman schon jetzt die Kontrolle über das unglaubliche Finanzimperium und... Bruder, ganz ehrlich, stell dir vor, du führst ein Unternehmen, was einfach 2 Millionen Millionen wert ist. Bruder, Real Talk Chat, ich hätte da so Angst, Alter. Ey, Nojo, wenn du so eine dicke Firma leitest, dann wollte ich doch so viele Menschen umbringen, oder? Für 300 Millionen Dollar erwarb er beispielsweise ein französisches Schloss aus dem 18. Jahrhundert und ließ es komplett modernisieren mit einem großen Spa-Bereich, vergoldeten Türen, einem gigantischen Aquarium mit echten Haien und Fontänenbrunnen, die über Smartphone gesteuert werden können. Ja, ebenfalls besitzt er die Serene, eine 500 Millionen Dollar teure Superjacht, die als eine der luxuriösesten Yachten der Welt gilt. Doch ein Gegenstand auf dieser Yacht ist sogar fast genauso teuer wie die gesamte Yacht selbst. Und zwar das weltbekannte Gemälde Salvador Mundi von Leonardo da Vinci. Das sieht jetzt nicht so fresh aus, Alter. Stell dir vor, du bist einfach Billiardär und du kopst dir das Bild, WTF. Das sieht aus, als hätte es Mark aus der 5B gemalt. Das Bild ist das teuerste. Das ist komplett krank. Ja, sowas ist ja extrem subjektiv bei so Kunst. Ich glaube, wenn man so sich jedes Bild reinhängen könnte, dann würde ich mir, glaube ich, den Schrei reinhängen. Das ins Wohnzimmer ist auch heftig. Ganz ehrlich, es gibt nichts über ein paar gute LEDs. Und ein bisschen Ambilight. Kunstwerk, das jemals verkauft wurde. Und bin Salman sorgte mit der Ersteigerung des Werkes für großes Aufsehen. Vor allem der Fakt, dass er ein so bedeutendes Kunstwerk erst auf seiner Privatyacht aufhing, führte zu viel Kritik in der Kunstwelt. Inzwischen hat bin Salman deshalb auch erklärt, Imagine, du bist ein richtiger Kunstfan und jemand kauft die Scheiße, um das in sein Boot aufzuhängen. Bruder, nicht mal bei sich zu Hause, einfach in sein Boot auf dem Wasser. Dass er das Gemälde im Louvre in Dubai ausstellen will. Weiter geht's mit der Nummer 3 und einer Person, deren Produkte jeder kennt. Die Rede ist von dem Franzosen Bernard Arnault. Obwohl dieser Name wohl nur den wenigsten etwas sagen dürfte, gehört Arnault tatsächlich zu den reichsten Menschen der Welt. Genauer gesagt ist er nach Jeff Bezos und Bill Gates sogar der drittreichste Mensch der Erde und die reichste Person in Europa. Der 1949 geborene Franzose soll insgesamt nämlich unfassbare 76 Milliarden Dollar besitzen. Der Geschäftsmann ist nämlich Mehrheitseigner der Mode- und Parfümmarke Dior, die etwa Christian Dior, Bro, als ob die so viel Patte machen. 30 Milliarden Dollar wert ist. Außerdem gehören ihm große Anteile des Luxusgüterkonzerns Louis Vuitton Moët Hennessy, zu dem insgesamt über 70 Marken gehören. Zum Konzern. Bro, der Beat im Hintergrund ist nice, Alter. Glamorous, der Song ist gut. Gehören neben Louis Vuitton und der Champagnermarke Moët auch noch Celine, die Uhrenmarke Hublot, Fendi, Marc Jacobs und der Juwelier Tiffany. Holy shit, Alter. Big Stonks, Freunde. Imagine, die ganzen Marken gehören einfach euch. Angefangen, seinen Reichtum anzuhäufen, hat Bernard Arnault übrigens mit etwas ganz anderem. Weil schon sein Vater Immobilienunternehmer war, baute er selber nämlich zunächst Ferienwohnungen in Frankreich und den USA und fing dann in den 80er Jahren an, immer mehr Geld in Luxuskonzerne zu investieren. Arnault gibt sein Geld am liebsten für Kunst aus und besitzt eine große Sammlung zeitgenössischer Werke. Außerdem besitzt er ein riesiges Weingut, luxuriöse Immobilien und auch eine Alter, Bro, boah, Junge, ich glaube, ich könnte mir sowas niemals kaufen. Boah, Bruder, stell dir vor, das gehört einfach dir. Ich glaube, ich fände es irgendwie auf eine Art nicht so geil. Sag niemals nie, yo, wahrscheinlich so eine Yacht durch Streaming, oder? Es wäre ein gutes Thumbnail. Ich habe mir diese Yacht gekauft.
Wäre ein guter Vlog vermutlich, aber ich glaube nicht, dass es jemals passieren wird. Angenommen, ich hätte 10-mal so viel Geld oder 100-mal so viel Geld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt Dinge so krass viel anders machen würde. Ich glaube, ich würde mir 2 Autos kaufen und ein Haus. Aber ansonsten. Kommen wir nun zur Nummer 2 und einem Menschen, der sich in der Öffentlichkeit als Kommunist inszeniert, aber in Wirklichkeit eine Stabile 3D-Animation, Junge. Nice Stock-Footage, Mates. unfassbar luxuriösen Lebensstil lebt, während ein Großteil seines Volkes leidet. Die Rede ist von Kim Jong-un. Kim Jong-un ist seit dem Tod. Meint ihr, der hat so viel Patte? Also, der wird sicherlich schon den ein oder anderen Euro haben, aber. Seines Vaters der Alleinherrscher des Landes und regiert es auf autoritäre Art und Weise. An dieser Stelle soll es allerdings nicht um seine extrem kontroverse Politik gehen, sondern um den Reichtum von Kim Jong-un, der übrigens deutlich größer ist, als man es bei einem so armen Land erwarten würde. Nordkoreas Führer besitzt nämlich ganze 17 Paläste, ein Privatjet und eine 30 Okay. Meter lange Luxusjacht. Und Bro, ganz ehrlich, seine Yacht ist fucking lame im Vergleich zu der Yacht davor. Junge, WTF, raff dich mal. Und obwohl er nach außen hin den europäischen Lebensstil ablehnt, besitzt Kim Jong-un auch Junge, über what the fuck, 100 Alter? edle Autos, die er. Ey, Caruso. Wenn wir das nächste Mal zum Supermarkt fahren, ja? Kannst du so auch ungefähr den Spacer beschützen? Ablehnt, besitzt Kim Jong-un auch über 100 edle Autos, die er größtenteils aus Europa. Junge, what the fuck, Alter? Europa importiert hat. Generell importiert er sich gerne Luxusartikel wie Klaviere oder edle Spirituosen aus dem Ausland. Als würde all dies noch nicht reichen, gehört ihm auch noch ein riesiges Hotel mit Restaurants, Nachtclubs und Casinos, dessen Bau über 600 Millionen Euro gekostet haben soll. Und neben all diesen Luxusgütern Ja, da drin sitzt, Bruder. besitzt Kim Jong-un auch noch eine private Insel. Nachdem der ehemalige Basketballstar Dennis Rodman, den Kim Jong-un als Fan verehrt, dort einmal Okay. zu Besuch war, sagte er in einem Interview, dass die Insel wie Hawaii oder Ibiza sei, mit dem einzigen Unterschied, dass nur Kim Jong-un hier lebt. Stell dir vor, du wärst einfach ein Diktator. Ja, moin. Chillig. Bro. Sympathisch. Dass dieser Lebensstil einiges an Geld verschlingt, ist natürlich klar. Angeblich gibt Kim Jong-un tatsächlich 500 Millionen Dollar für sich privat aus. Und Yo. das. Ja, aber in welchem Zeitraum? Was ist das für eine Angabe? Hä? In welchem Zeitraum denn? 500 Millionen für sich privat? Ja, und hä? In welchem Zeitraum denn? In einem Monat? In einem Jahr? In einem einzigen Jahr. Oh, okay. Never mind. Lass uns einfach. Yeah. Insgesamt. Ja, ich hätte einfach weitergucken müssen. Shut up, Chat. Wird sein Vermögen auf über 4 Milliarden Dollar geschätzt, wobei es auch hier keine offiziellen Zahlen gibt. Da ganz Nordkorea von der Außenwelt abgeschirmt ist, gibt es auch bis. Digga, meint ihr, der hat 4 Milliarden? Boah, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Auf der Nummer 1 befindet sich nun wieder ein Mann, dessen Name wohl den wenigsten etwas sagen wird. Und zwar geht es um Mukesh Ambani. Who? Mukesh Ambani ist ein Unternehmer aus Mumbai in Indien und Vorstandsvorsitzender des größten Unternehmens des Landes. Bro, warum kann so jemand nicht mal meinen Stream gucken einfach? Das wäre doch mal was Nices. Dann hätten wir mal so sechsstellige Top-Donations. Kann man schon erahnen, dass in Hey Kevin, hier ist ein Ferrari. diesen Bereichen viel Geld verdient wird, aber wie viel Privat. Stell dir vor, da kommt so eine 600.000 € Donation rein. Hey Kevin, nice Streams, kannst du Max grüßen? Junge. Der Unternehmer soll nämlich 55 Milliarden Dollar besitzen und schaffte es so auf Oh Rang shit. 13 der reichsten Menschen der Welt. Als seine Tochter vor 2 Jahren heiratete, Jo. finanzierte er dem Brautpaar nämlich eine Hochzeit, die selbst für die Verhältnisse reicher Inder einzigartig war. Die Feier dauerte eine ganze Woche lang. Yo, okay, Bruder, WTF. Digga, der hat den einfach so eine Hochzeit gekauft, die eine Woche lang ging. Und 100 Millionen gekostet hat, glaube ich, das haben die am Anfang schon gesagt. Und er ließ dafür. Ja, wahrscheinlich, oder?
5000 Gäste mit Privatjets einfliegen, die mit mehr als 1000 Luxuslimousinen zu den edelsten 5-Sterne-Hotels der Stadt gebracht wurden. Eine Woche lang saufen, ja, das ist der beste Part daran, holy shit. Befanden sich Promis, wie zum Beispiel Hillary Clinton, und damit jeder einen Überblick über alle Veranstaltungen während der Hochzeitszeremonie behalten konnte. Boah, holy shit. Also, ey, no joke, stell dir vor, du bist der Guy, der das gepayt hat. Und dann, du hast 100 Mil ausgegeben und du siehst die Faces. Ich finde, da merkt man dann einfach, oha, es hat sich gelohnt einfach. Da würde ich mir jetzt so denken, geil, Digga, ich habe mein Geld echt gut investiert, Digga. Alle Leute auf der Party haben echt über Spaß. Wurde sogar eine eigene App programmiert. Zu den Unterhaltungshighlights der Hochzeit gehörte übrigens sogar ein Auftritt der Sängerin Beyoncé. All dies ließ sich der Milliardär unglaubliche 100 Millionen Dollar kosten, was die Feier zur teuersten Hochzeit der Menschheitsgeschichte macht. Mukesh Ambani legt außerdem auch viel Wert darauf, gut zu wohnen. Und das ist natürlich untertrieben formuliert. Ist das alles seine... What the fuck, Alter? Seine Luxusimmobilie heißt Antilia und verfügt über ganze 27 Stockwerke, die sich über 173 Meter Höhe erstrecken. Eine Milliarde Dollar kostete der Bau. Und auch wenn es aussieht wie ein... Gehört es ihm alles oder nur ein Teil davon? Haus, in dem sich sehr viele verschiedene Wohnungen befinden, ist das gesamte Gebäude nur für Ambani selbst. Was? Shut the fuck up. Ungeballt, ja, true. Für Ambani selbst. Neben 37.000 Quadratmetern Wohnfläche, die der Unternehmer mit seiner Frau und seinen Kindern... Imagine, du hast einfach mitten in der Stadt 27.000 Quadratmeter, Junge. ...nutzt, soll es hier unter anderem ein Kino, mehrere Schwimmbecken, ein Jacuzzi, ein Solarium, ein Yoga-Studio, einen Tanzraum, hängende Gärten und drei... 37.000 sogar? Hubschrauberlandeplätze geben. Wenn es Ambani einmal zu warm wird, kann er sich in einem speziellen Eisraum abkühlen, in dem extra Schnee von der Decke fällt. Das BTS. War's dann auch schon mit unserem Video. Schreibt uns, wie gesagt, mal in die Kommentare, was ihr... Stell dir vor, du bist einfach bei einem Kumpel, Dicker, und ihr könnt einfach eine Schneeballschlacht machen, weil er einen Schneeraum hat. Junge, WTF. Bro, es war echt ein interessantes Video, Bro. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ignoriert die Matratze im Hintergrund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bring back Domo! Was soll ich dazu sagen? Ich hab mehr Fans als du.